Ja, so, jetzt sind wir nochmal hier. Wir machen jetzt nochmal den Endgegner kaputt. Jo. Sowas liebe ich ja, also Ja. echt, das ist. Das sind diese unnötigen Kämpfe, ne? Ja, diese unnötigen Momente, wo man echt denkt. Egal, egal. Wie man jetzt im Stadion rufen würde, scheißegal, scheißegal, scheißegal. So, schafft Ifrit noch das Rennen mit Shiva? Nein, er schafft das nicht. So, da wiederum verstehe ich nicht, das Spiel ist ab 6. Ab 12? Ja. Ah, okay, ab 12. Aber trotzdem, ab 12 zeigt man keine Frau so, ne, freizügig. Das ist ja wie beim Dschungelcamp mit Michaela. Sie hat ja jede Minute ihre Freizügigkeit genossen. Vor allem das mit AI probiert, so guckt das so, hä? Aber ja, das ist ein ganz anderes Thema. Ja. Hier sind wir bei Final Fantasy, das ist typisch, also typisch Japano-Game. Dieses Kitschige und bla und blub und ja. Da zeigen sie auch einmal ab 12 nackte Haut. Die Japaner sind ja sowieso so ein bisschen, also, ne? Ja. Ah, die beiden Kollegen. Ja, Biggs und Wedge. Spaßvögel. Die sind auch bei jedem Teil bisher drin gewesen. Bei Final Fantasy 1 waren das irgendwelche Soldaten, bei Final Fantasy 2 waren das, glaube ich, irgendwelche Techniker oder so. Also die haben meistens auch immer die Bösen gespielt, wobei du die auch bei. War das jetzt Final 6? Ja, Final 6 am Anfang konntest du die auch spielen. Das war ziemlich lustig. Gehörten aber auch wiederum zum Imperium, was aber auch böse war. Das stimmt. Kaiserreich und Imperium. Und komischerweise ist immer das Imperium natürlich, ja, Feindgebiet. Imperatoren. Ja, Imperator Kefka. So, jetzt denken bestimmt, what the fuck? Die Leute da. Nein, der Schraubenschlüssel. Nein! Pum. So, das finde ich wiederum, also für diesen Zeitalter sozusagen, ja, also 1997 ist, glaube ich, das Game rausgekommen oder so. Die so Animation finde ich eigentlich recht super gemacht. Also vor allem auch mit der Musik, das passt richtig dazu. Ich gucke jetzt einfach mal nach hinten, weil jetzt gleich kommt die Rakete da rausgeschossen. Nach hinten gucken ist immer super. Aber ich finde wiederum, dieser Squall gefällt mir nicht so wie der Squall, beziehungsweise wie der Leon aus Kingdom Hearts 2, weil der Leon einfach badass aussah. Vor allem mit den Haaren, das hat richtig gepasst, und dann mit der neuen Kleidung. Das war richtig badass-like, ey. Kingdom Hearts erinnere ich mich gerade nicht mehr daran. Nein? Nö. War wohl zu lange her, dass ich das mal gespielt habe. 4 oder 5 Jahre schon, ne? Wahrscheinlich. Ja. PlayStation 2, wer hat die schon längst verkauft? Ich. Ich auch. Ja, jetzt ruft er natürlich Wedge. Los, nimm die beiden in eine Zange. Ja, er ist natürlich nicht da, weil er weggegangen ist, weil er keinen Bock mehr auf Biggs hat. Ist es auch kein Wunder, weil wenn Biggs nicht zuhört oder so. Jetzt will Biggs natürlich abhauen. Cypher kommt, schlägt ihm die Karte aus der Hand. Und ja, Biggs ist da klar, wie jeder Bösewicht natürlich voll am Aufregen, will euch angreifen. Jetzt denkt man so, ach, Biggs, was ist denn für einer? Also, ne? Den haut man so locker weg. Denkt man. Wenn man gleich sieht, was für ein Vieh noch kommt, dann denkt man sich auch nur so, what the hell? Obwohl, warte mal, ich lass mal ein Selfie drawn. Das war jetzt Isunas. Isunas war noch mal. Keine Ahnung. Und ja. Das war Isunas noch mal. Tja. Shell meine ich. Obwohl Shell hieß auch Shell. Egal, ich caste es einfach mal. Spätestens wenn ich die ja die Effekte.
Damit du Gift heilst. Wie heißt denn das nochmal? Auf Deutsch. Wenn du Gift heilst. Also auf jeden Fall wisst ihr jetzt, dass man damit Gift heilt mit Izuno. Ja. Mir fällt jetzt gerade der deutsche Begriff davon nicht ein. Vielleicht fällt mir der ja gleich nochmal ein. Der liegt mir nämlich auf der Zunge, Leute. Ach. Ja, super. Fällt der noch nicht ein, wa? Super Vorbereitung. Naja, egal. Ihr wisst jetzt, dass man da halt eben Gift heilt und dann... Ja, und wer ist natürlich wieder da? Wedge. Hat sich von seinem Wachposten zurückdegradieren lassen. Ja, und jetzt sagt Biggs, ja, hier, du wirst nicht bezahlt. Und er sagt, oh, wäre ich doch lieber zu Hause geblieben. Also, die Kommunikation zwischen den beiden ist ein wenig unterhaltsam. Holprig. Ja, und holprig. Aber auch finde ich unterhaltsam, weil irgendwie, ja. Der eine will nicht, dass der andere was macht und der andere will einfach nichts machen. Ja. Also von daher ist der Ausgleich zwischen den beiden wirklich problematisch. Sehr genau. Ah, so. Da kommt die Beste. Ich nenne das Vieh jetzt einfach mal Windmonster. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie das Vieh heißt. Ich möchte jetzt auch nicht irgendwie was Falsches sagen oder so. Es hat irgendwie so auf Deutsch einen richtig komischen Namen gehabt, auf Englisch habe ich mir den ja nicht durchgelesen, will ich auch nicht, weil mit der Aussprache hapert's. Oh ja, das war aber auch ein Name, ah, da war der doch, Elvoret. Oh, ja. Der echt mal so ins Wörterbuch geschrieben werden müsste. Ihr seht ja jetzt gerade, da steht Siren, das ist auch eine GF, die stock ich jetzt mal. Meine Box ist jetzt gerade ausgegangen, ich weiß aber nicht warum. Jetzt geht's wieder. Ich brauche neue Boxen, muss ich echt sagen. Ja. So, jetzt brauche ich erstmal Siren, da habe ich eine neue GF. Ja. Was ich auch schon am Anfang gesagt habe, ihr müsst aufpassen, wenn ihr Endgegner habt, versucht immer zu drawen, egal ob da was steht, als unten, ganz unten sind immer die GFs. Und wenn ihr die ganzen Zauber auch schon gedraht habt von den ganz normalen Monstern, dann müsst ihr einfach euch merken, welche Zauber zu welchen sind. Und ja, dann müsstet ihr eigentlich schon Bescheid wissen. Also ich meine sogar, das Vieh hat auch Cure. Ja. Teste ich das mal auf Scroll. Ja, Safi ist unsere kleine Magierin hier, also finde ich ziemlich lustig. Ja, sie hat auch so eine Spezialattacke, Limit heißt das hier, glaube ich. Da kann sie zwei verschiedene Zauber casten. Ja. Da hat sie dann eine Auswahl zwischen dreimal Feuerer oder sowas. Oder dreimal Ultima, das war mein absolutes Lieblingslimit von ihr. Aber das kriegt man auch erst später bei Ultima, wenn man, ich glaube, das jetzt sofort am Anfang benutzt, das würde ein wenig zu imber erscheinen. Also da würden einige auch sagen, okay. So, Double,